Yeah! Ein Saxophon-Solo singen, wofür soll das gut sein? Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei den Saxophon-Praxistipps. Hier behandle ich ja die Fragen meiner Sax-Master-Schüler und wir haben auch einen Improvisationskurs, ja, und da geht es natürlich darum, wie man sein eigenes Solospiel, seine Improvisation verbessern kann und da immer mehr dazu kommt, wirklich so das zu spielen, was auch in einem drin ist und was man so empfindet und das in einem Solo dann auch reinzupacken. Yeah, und das da kann eine große Hilfe sein, indem du einfach mal ein Solo singst und das geht ganz einfach, am besten dann, wenn du alleine bist, wenn niemand zuhört, ja, und du legst ein schönes Playback auf, ja, vielleicht aus unserem Sax-Masters-Kurs ein Playback, zu dem du normalerweise mit dem Saxophon improvisieren willst oder ein Blues oder sonst irgendwas, legst es auf und fängst einfach mal an, dazu zu singen. Und da ist natürlich wichtig, dass keiner hört, damit du wirklich mal frei bist, da können auch mal falsche Töne kommen. Und wenn du dann zu deinem Playback singst und dir vielleicht irgendwann eine Melodie da einfällt, wo du denkst, wow, die ist ja gut, ja, du singst so ein bisschen vor dich hin zu dem Playback, Dwe, ba, ba, di, di. Und dann ist, wow, das war doch jetzt schön. Dann nimmst du dein Saxophon und versuchst die Töne herauszufinden. Und dann versuchst du es auf das Saxophon zu übertragen. Ja, schreibst du das vielleicht sogar auf oder merkst du ja einfach mal die Töne. Und wenn du dann mit dem Saxophon zu diesem Playback improvisierst oder zu diesem Blues oder zu diesem Song, dann versuchst du die Sachen, die du vorher gesungen hast, einfach mit einzubauen, ja. Und das ist ganz, ganz schön. Das kannst du immer wieder machen, auch mal zwischendurch, wenn du nicht gerade das Saxophon parat hast. Einfach immer deine Playbacks laufen lassen, mitsingen. Vielleicht, wenn dir irgendwo was Schönes einfällt, vielleicht kannst du es auch aufnehmen, schnell mit dem Handy, damit dir die Melodie nicht wieder entfällt. Und dann auf Saxophon übertragen, erstmal Ton für Ton so raushören und dann versuchen, das auf dem Saxophon nachzuspielen. Yeah! Und das hilft dir natürlich, eigene persönliche Ideen auf dem Saxophon für dein Solo zu entwickeln. Yeah! Da wünsche ich dir viel Spaß beim Improvisieren und lade dich hier ein bei den Saxmasters, meiner Online-Saxophonschule. Ich hatte schon erwähnt, wir haben auch einen Improvisationskurs. Wir haben natürlich auch einen Einsteigerkurs, Fortgeschrittenkurs, aber auch einen Improvisationskurs. Wir haben auch jetzt ganz neu einen Jazz-Improvisationskurs, bei dem wir alle Jazz-Klassiker durchmachen. Von Summertime über Goldfrom über Neymar, Take 5, was da alles kommt. Und das Schöne ist, es gibt zu all unseren Kursen einen kostenlosen Testmonat. Du kannst einen Monat lang kostenlos ausprobieren, ob dir das Spaß macht. Und wenn dir das Spaß macht, dann meldest du dich an. Dann wirst du ein Sax-Master-Schüler. Da freue ich mich auf dich. Bis dann. Ciao.